Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen. Diese Schmiedearbeit. Ja, genau. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... Lass mich doch mal ausbrechen! Von Uncharted 3 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Können wir hier auch was mitnehmen? Nee. Und wir sind im, wie ihr eben gesehen habt, London Undergrounds unterwegs mit Sully und Charlie. Oh Gott. Großer, fetter Hammer. Und ich vermute mal, wir müssen da hochklettern. Vielleicht können wir hier durch. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, da oben blockiert was und wir müssen... Das kriegen wir nicht vom Fleck. Sicher nicht. Hey, wartet. Da oben ist ein Gegengewicht. Ist wohl verkeilt. Lass mich raten, wir müssen hochklettern und das entkeilen. Einer sollte hochklettern. Ich weiß wer, ich weiß wer. Lösen. Gute Idee. Wer wohl? Das kannst du laut sagen. Mist. Wo waren eben, war da eben irgendwo, da waren die Dinger, genau. So, und dann da hoch. Dup, 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 mein kleiner Kletteraffe. Okay, fast geschafft. Wie das aussieht, das ist so lustig. So, nu? Hm. Achso, okay. Das sollte klappen. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Ja, was ist mit uns? Okay. Achso, ich kann da oben drüber, na super. Hihi, eine Ratte! Kann ich da schießen? Ja. Wo sind wir denn? Krass! Was ist denn das schon wieder für eine scheiß Kameraeinstellung? Nein! Ey, was? Ja, ganz ernsthaft. Was ist denn das für eine scheiß Kameraeinstellung gerade gewesen? Also die Kamerasteuerung ist manchmal echt ein bisschen... Oh, schade, ich kann die mal schießen. Ja, da geht's mal nicht lang. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, was ist denn das für eine dämliche... Kann mich hier nicht umschauen, wo ich hin muss? Was ist denn das für eine scheiß Kameraeinstellung gerade? Sorry, aber Leute! Oh shit, runter! Was war das? Was hast du dir dabei gedacht? Nix. So wie immer. So wie immer. Achso, ich dachte, der lebt da unten noch, aber... Das ist ja Sully, der unten steht. Hey, da ist Marlos Auto. Okay, ab hier keine Waffen mehr. Das ist eine alte... Was ist denn das? Eine alte Bahnstation. Das ist ja geil gemacht. Achso. Ja, vierte Teil wurde ja jetzt leider verschoben. Deswegen geht leider mein Plan nicht auf. Ich wollte, hatte ja gedacht, dass der jetzt Ende September schon kommt. Da war ja ursprünglich für den 29. September terminiert. Da wäre nämlich mein Plan fast sehr gut aufgegangen. Hände hoch! Mann, wir sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Ja, ist das King's Cross? Stehen bleiben. Ja, ja, ich weiß. Jetzt haben sie es... Oh, toll gemacht. Jetzt haben sie es, glaube ich, auf September verschoben oder so. Wie ist denn das Auto hier reingekommen? Sowas habe ich noch nie gesehen.
Über das Holz ist das Auto gefahren, ist klar. Ja, ja, das Ding ist bestimmt 200 Jahre alt. Mann, immer beim Kraut seltsamer wird. Das war geil. Das ist richtig schön hier. Also Level-Design ist Uncharted wirklich unschlagbar. Also das ist, ich habe selten ein Spiel gesehen, was so mit viel Liebe und Detail Level gedesignt wurde. Ja, mach ich. Leise. Wow, was habt ihr getan? Das gibt Kopfschmerzen. Na los, die sind sicher hier durch. Krass. Wahrscheinlich Tudor. 16. Jahrhundert. Sehr geil. Also wirklich, was Uncharted für ein Level-Design hat, das ist. Ich freue mich schon so dermaßen auf den vierten Teil. Weil ich gerade zwischen dem zweiten und dritten Teil so grafisch eigentlich nein, nicht durch diese Tür. Keinen Unterschied sehe, muss ich ehrlich sagen. Hast recht. Nach oben. Ja, da ärgere ich mich übrigens auch, dass ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Den habe ich nämlich extra nicht gespielt, weil ich eben 2, 3, 4 hintereinander spielen wollte. Aber dann hätte ich natürlich den ersten Teil extrem gut gepasst. Hey, hier drüben. Vielleicht werde ich ihn noch spielen, aber... Ich habe im Moment noch so viele andere geile Spiele hier rumliegen. Nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Passt nicht. Falscher Ring. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Fälschung. Aha. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Cutter. Aha. Auf die Posten, Männer, und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Ein Ring, sie zu knechten. Wie ihr das macht, ist mir egal. Ich schätze mal, dann müssen wir runter. Immer noch das Blut am Hemd. Drücken Sie also nach vorne und. Das hat wehgetan. Das hat er natürlich nicht gehört. Oh. Die Waffen nicht auf. Na, die haben aber ordentlich was am Laufen. Das kannst du laut sagen. Krass, das hier aussieht. Was ist das hier alles? Ja, und wo müssen wir jetzt hin? Seht euch den ganzen Kram an. Vorsicht, die lebt noch. Nee, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Syrien. Was soll das? Weißt du, was das ist? Ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie?
Ja, sie. Sie? Die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Klar. Na dann los. L. O. H. D. N. Was denn? Oh, das heißt Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff. Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Ja, toll. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Select. Was suchen wir überhaupt? Die Golden Hind. Es könnte ein Modell oder Gemälde sein. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein. Na, sie könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Was? Buckland Abbey, ein Ort, an dem du noch nie warst. Weiter. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz eines Schiffs gemacht ist. Vielleicht ist sie da drin. Ja, sie könnte eigentlich, aber... Nein. Nein, sie muss hier sein. Ah, ich bin also bei sowas nicht gut. Irgendwas mit dem Reh. Dieser Ort ist der Wahnsinn. Das Zeug hier muss ein Vermögen wert sein. Ja, nerv mich nicht. Aber irgendwas mit dem Hind. Mit dem Hirsch. Hirsch heißt Hind, oder? So, warte mal, da oben sind so die Riesentiere. Da ist ein Hirsch. Nee. Das Krokodil. Ein Wildschwein, ein Löwe. Da ist ein Hirsch. Ach, ich verstehe das immer nicht mit diesen... Viele bunte Zeichnungen. Ja, das ist irgendwas mit dem Hirschstrich. Na, geh weg. Waffen sind hier aber auch keine. Es muss ja hier irgendwo sein. Bilder, da sind so angestrahlt. Ah, okay, warte mal. Natürlich. Ah, da oben. Da ist sie. Ich hab sie. Wo? Da oben. Die Galionsfigur von Drakes Schiff. Komm ich jetzt hoch? Ah, jetzt muss ich hier bestimmt irgendwie Kletterscheiße machen. Ja, aber wie komme ich da hoch? Ja, ich weiß ja, dass es... Mann! Bleib doch dann einfach mal auf dem Tisch stehen. Okay. Ja, ich würde schon sagen. Shit, das ist eine Falle. Sie sind hier in Deckung. Oh.
Cooper ist. Ah, nein, 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 nein. Oh, das war klar. Du musst mit und rennen. Ich hab eh nur noch 3 Schuss. Na los, nicht, komm schon! Nimm das Buch und die Chiffrierdisk! Ich hab noch 3 Schuss. Ein Schuss. Uns geht die Munition aus. Ihre Waffen! Ja, endlich darf ich mal. So. Hier wieder raus oder was? Was? Also sag mal, geht's doch? Ja. Von Deckung und so hat er auch noch nichts gehört. Ah, die Musik ist so geil. Ach, die Musik ist immer so geil. Oh, das sind viele. Es wird das sein, egal. Doch, komm! Das packst du! Wir müssen hier verschwinden! Ja. Lauft einfach weiter, wir finden einen Ausgang! Alter! Trifft mal den. Okay. Und der stirbt einfach mal nicht. Da kommt stirb. Jawohl. Alter, ich sehe gar nichts gerade. Was ist denn da los? Oh, sorry, aber ich muss mal den Fernseher ein bisschen heller schalten. Ich sehe gar nichts. So, Tools. Ich sehe immer noch nichts. Ich muss mal in die andere Deckung gehen. Oh. Der hat dafür eine Waffe getroppt. Kenne ich noch einen scheiß Sniper? Ey, das ist doch... Shit, die sind überall. Das kann doch nicht sein, dass ich 6 Schuss brauche. Bleib doch mal stehen! Schon sagen. Halt ihn raus! So, Alter! Also meine Leute, also meine beiden, die sind echt nicht zu gebrauchen. Das Visieren, Anvisieren geht gerade gar nicht. Das ist so scheiße. Ey, warum? Die bluten ja nicht mal. Verstärkung.
der Sniper hin? Das kann doch nicht sein, dass ich die mit einem Maschinengewehr. Hä? Guck das mal an! 3 Schuss im Kopf! Ja, wie ist. Zwei. Drei. Vier. 4 Schuss. Krass. Komm her. Los, Beeilung! Los, aber wir mit dir reden. Es geht so nicht, was du hier machst. Gut, kann ich hier irgendwas an Munition aufsammeln? Ah, wir sind schon wieder bei über 20 Minuten, sehe ich gerade. Deshalb werden wir jetzt mal an dieser Stelle eine Pause machen. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Uncharted 2, 3. Wir sind ja mittlerweile bei Uncharted 3. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.